So, willkommen zum 10. Let's Play von Castlevania Harmony of Dissonance. Aber wir sind immer schon wieder bei der glatten Summe beim Boss. Ja, und zwar der Minotaurus. Ja, da ist er auch schon. Cleo. Cleo! Der hat uns noch nicht mal angekündigt und greift schon an. Cleo, ey. Auchi. Cleo. Cleo! Da kann man ihn sehr gut fighten, wenn er feststeckte. Au. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Haha. Wolltest du auf tot machen? Der wirft nämlich auch immer seine Waffe, stimmt? Ja. Na, falsche Taste. Ein paar Potions getrunken. Stimmt? Ja, der hat auch einen Kaffee hier, der Gegner. Und down! Upsala, da hatte jemand wohl seine Hörner verloren. Nicht nur die Hörner, den kompletten Kopf. Clean. Back to the Labyrinth. Zurück ins Labyrinth. Wer weiß, was bei den zweiten Minotauren kommt. Oh ja. Oi, ein weiteres Buch, das Windbuch. Ja, so. Einmal die KP erhöht. Ja. Und gleich mal gucken, was da, was nochmal das Kreuz war in Kombination mit dem Windbuch. Dann könnte man so mal gucken, wie das war. Du warst im Menü schon richtig. Ah, genau. Wir haben ja das Eis aktiv. Spellbook. Eis. Windbook anmachen. Ja. Was ist das hier? Ein Schild. Ja. Boah, frisst sehr viel Mana. Aber der hält bestimmt lange. Ja, eine ganze Weile hält der. Ja. Ja, und beim Rückweg füllen wir das da unten aus. Boah, eine ganze Weile halten die umkreisenden Bücher. Ja. Ja, dann würde ich erstmal sagen, das war's für das Mini-Video. Der Boss. Genau. Wie immer. Ja. Auch wenn das ein bisschen kurz ist. Scheiß drauf. Ja. So. Bis zum nächsten Video. See ya.